Ich habe gleich ein sehr schönes Statement. Die Arbeit sollte für meine Enkel mehr Zeit zulassen für Familie, Ehrenamt und Selbstverwirklichung. Sie sollten keine Existenzängste mehr kennenlernen. Da kann ich nur ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen. Aber auch ein kritisches Statement. Grundeinkommen ermöglicht nicht in jedem Fall Flexibilität der Arbeit. Manches muss einfach gemacht werden. Das kann ich auch als Mutter durchaus verstehen. Manches muss gemacht werden. Muss im zeitlichen Rahmen geleistet werden, zum Beispiel Pflege und Verwaltung. So, und dann habe ich eine Frage, die wir heute wirklich nicht beantworten werden, weil es aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist und weil es so einen dicken Kuchen aufmacht, und das ist die Frage der Finanzierung. Aber eine Finanzierungsmöglichkeit kommt im nächsten Vortrag, wird auf jeden Fall ja, vorgestellt. Da würde ich jetzt gleich dann das Wort erstmal an dich geben, Ulrich. Ich werde jetzt, nachdem viel gesagt worden ist über das Thema Zukunft der Arbeit und viel gesagt worden ist über Grundeinkommen als Gegenmaßnahme gegen Armut, werde ich ein weiteres Feld, was uns ja sehr am Herzen liegt, aufmachen, nämlich das Feld der Umwelt und der Bewahrung der Schöpfung sozusagen aus christlicher Sicht gesprochen. Wenn man sich mal die bisherige Debatte um Grundeinkommen ansieht, dann dreht es sich ja um solche Themen Befreiung der Arbeit, nicht übrigens Befreiung von der Arbeit, sondern Befreiung der Arbeit. Das haben meine Vorgänger eben ein wenig ausgeführt, um Freiräume für Kreativität und so weiter, um Abbau von Hierarchien, von Bürokratien im Sozialstaat, Abbau von Repressionen etc. und auch um ökonomische Umverteilung. Was aber bei der ganzen Sache noch unklar ist: Was für eine Tätigkeitsgesellschaft würden wir denn mit dieser Freiheit des Grundeinkommens bekommen? Ist es so, dass wir in Teilzeit arbeiten, verschiedenen Tätigkeiten denn gleichzeitig nachgehen, dass wir uns fortbilden, Reisen unternehmen, uns mehr mit unseren Kindern unterhalten, mehr philosophieren, mehr Gitarre spielen und so weiter? Oder ist es so, dass wir das nutzen, dieses Grundeinkommen, um erstmal so richtig loszulegen zum Konsumieren? Ja? Ich habe das mal so ein bisschen sehr klischeehaft hier aufgezeichnet. Also schlägt das Pendel in Richtung Zeitwohlstand aus oder schlägt das Pendel mit dem Grundeinkommen in Richtung Geld und mehr Konsum aus? Das wissen wir also gar nicht so ganz genau. Also die ganze Frage Ökologie und Wachstumskritik ist bisher in der Debatte etwas zu kurz gekommen. Deswegen plädiere ich dafür, das Grundeinkommen auf eine Art und Weise zu finanzieren, dass gleichzeitig ein starker Impuls zu verantwortlichem Ressourcenverbrauch ist. Ich möchte es nämlich finanzieren über Ökosteuern. Ich habe das Prinzip hier mal kurz aufgeschrieben, skizziert. Die grauen Dinge, das wäre eine Ökosteuer, die in einem Produktpreis mit drin ist. Ja, und meine Idee ist da, am Anfang der Produktionskette zu besteuern, also wenn wir Ressourcen aus der Erde nehmen, oder auch am Ende der Nutzungskette, wenn wir Umwelt senken, wie zum Beispiel die Atmosphäre, wenn wir die benutzen mit CO2 zum Beispiel oder mit Nitraten und den Wasserkreislauf, am Anfang und am Ende. Da ein Preisschild draufsetzen, und zwar ein richtiges, dass diese Nutzung richtig teuer wird, und dann wird das sich in die Produktpreise weiter fortsetzen. Die werden also teurer, und das ist dieser graue Betrag. Ja, und dann ist es so, Ärmere konsumieren unterdurchschnittlich und die zahlen also einen gewissen Beitrag mehr, und Reichere, die konsumieren mehr, zahlen auch mehr Anteil an Ökosteuer. Das Ganze habe ich mal genannt, was man da herausbekommt. Das bezeichne ich als ökologisches Grundaufkommen. Ja, und was machen wir damit? Nicht wie bei der jetzigen Ökosteuer, wo das für irgendwas verwendet wird im Staatshaushalt. Nein, wir teilen das zurück an alle, denen diese Erde mit ihren Ressourcen und ihren Senken eigentlich gehört. Wir teilen das zurück an alle Bürger. Dann ist das sowas wie ein Ökobonus. Nicht nur Manager kriegen so einen Bonus, sondern jeder Besitzer der Erde kriegt so einen Bonus. Und es ist faktisch auch ein kleines Grundeinkommen, ein kleines bedingungsloses Grundeinkommen, denn jeder kriegt es einfach, weil er Bürger ist. Das ist also die Idee, die Vorteile des Basic Income zu verbinden mit einer ökologischen Steuerung.
Wir können diese Steuerung verbinden mit Umverteilung, ne, weil Ärmere immer unterdurchschnittlich konsumieren, im Durchschnitt. Ja. Es gibt auch die Gegenbeispiele, aber in erster Näherung kann man das so sagen. Man kann das auch jetzt wissenschaftlich beweisen. Hier sind mal die Ausgaben für Energie und Strom für verschiedene Einkommensklassen. Das lasse ich jetzt hier nur kurz aufblitzen. Das steigt also stetig. Das sind jetzt hier Angaben des Statistischen Bundesamtes. Oder wenn man sich hier mal die Belastung durch diese Mini-Ökosteuerreform, die wir ja schon haben in Deutschland, mal anguckt, dann steigt das auch stetig mit dem Haushaltseinkommen an. Im Volksmund hört man ja oft denn als Gegenargument, ja, aber die Armen, die müssen doch mehr Energie verbrauchen, die haben doch da dann am meisten drunter zu leiden. Das stimmt nicht. Natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele. Ne? Es gibt vielleicht Arme, die in einer Wohnung leben müssen, wo die Warmwasserbereitung zum Beispiel auch mit Strom gemacht wird. Das ist ein Fall, den ich als Energieberater häufig habe. Und das ist dann sehr teuer und die müssten dann doch überproportional Ökosteuer zahlen. Aber das sind Dinge, die wir ohnehin verändern wollen, wo wir Druck ausüben wollen auf die Politik, dass Vermieter zum Beispiel gezwungen werden, solche Technologien zu verändern. Und dieser Druck würde steigen, wenn das richtig was kosten würde. Andersherum gibt es natürlich auch die Beispiele von sehr wohlhabenden Leuten, die viel Geld haben, aber das ressourcenschonend einsetzen. Zum Beispiel der Vater, der seiner Tochter zum 18. Geburtstag irgendwie eine Sinfonie komponieren lässt. Also solche Leute gibt es. Und dafür, was weiß ich, für 2 Jahre für 100.000 Euro einen Musiklehrer bezahlt, dessen Ökofußabdruck ist relativ klein. Ja, und der würde auch bei dem Modell im Saldo profitieren. Aber was soll er denn auch, wenn er sein Geld auf so eine Art und Weise verwendet? So, das wäre mein erster Punkt, das Grundeinkommen zumindest teilweise über Ökosteuern finanzieren. Ja? Zu einem wesentlichen Anteil, dass wir das Gewicht von Arbeitskosten und Ressourcenkosten bei der Produktion, dass wir das entscheidend verändern können. So, dass es wirklich einen Anreiz gibt, Ressourcen ärmer zu produzieren, dass es einen Anreiz gibt, die Produkte zu kaufen, die weniger Umwelt in sich haben. So, die zweite These, die ich hier im Zusammenhang mit Umwelt und Grundeinkommen darstellen will, ist die Sache mit dem Postwachstum. Das haben Sie ja bestimmt auch schon mal gehört, dass man das diskutiert, dass es nicht um viel Haben geht, sondern um eine Gesellschaft, ja, die man mit gutes Leben bezeichnet, jenseits des Materialismus sozusagen. Und dann kann man erst mal fragen, ja, steht das denn der Politik oder politischen Initiativen überhaupt an? Jetzt über gutes Leben hier zu reden, ist das nicht eine Privatsache, ja, in einer liberalen Gesellschaft? Ja, da muss das jeder doch selber wissen, was er unter gutem Leben versteht. Die Gebrüder Skidelsky, das sind Philosophen, Ökonomen aus England, die ein Buch geschrieben haben, How Much Is Enough oder Wie Viel Ist Genug, hier die deutsche Übersetzung, die haben sich mit der Frage beschäftigt, mit der Rechtfertigung von gutem Leben in einer modernen liberalen Gesellschaft, also mit der Rechtfertigung des politischen Nachdenkens über gutes Leben in einer modernen Gesellschaft. Und ich finde, Sie haben da eine ganz gute Antwort drauf gefunden. Sie haben nämlich mal sich angesehen, was sind eigentlich die Dinge, die die Menschen am wichtigsten finden in ihrem Leben. Das haben sich jetzt nicht Skidelsky ausgedacht, diese sogenannten Basisgüter, sondern die haben empirische Untersuchungen ausgewertet aus allen Kulturen unserer Welt. Und da haben die übereinstimmend paar Dinge gefunden, wo alle Leute sagen, das ist mir eigentlich wichtig im Leben, das ist das, was für mich auch gutes Leben ausmacht. Und da gehören so Sachen dazu wie echte Freundschaft, also nicht instrumentelle Beziehungen, ne? Nicht, wenn ich irgendwie einen Kontakt machen musste, weil als Energieberater da noch ein Auftrag lockt, ne? Sondern weil ich den Menschen mag. Ja? Oder Lebenssicherheit, dass ich einen Lebensplan, welcher auch immer es ist, dass ich den planen kann, dass er nicht, ich Gefahr laufe, dass er dauernd durch irgendein Ereignis, ein ökonomisches Ereignis, Arbeitsplatzverlust zum Beispiel, durcheinander geworfen wird. Oder Persönlichkeit haben Sie das genannt, den Raum, sich zu entwickeln, ne, sein eigenes Ding in Ruhe aufzuziehen. Das haben die Leute als wichtig genannt. Oder Anerkennung, ne, nicht als Unterster irgendwie gelten in der Gesellschaft, sondern anerkannt sein in der Gesellschaft. Das war den Leuten wichtig. Und auch Muße zu haben, ne? Einmal das zu machen, was man eigentlich wirklich gerne will, ohne äußere Not.
Und alle diese 5 Basisgüter, die es gibt, jetzt haben noch 2 mehr, sorry, aber diese 5 hier, die sind besonders wichtig jetzt für meine Argumentation. Diese 5 Basisgüter, die würden ganz entscheidend durch ein Grundeinkommen gestärkt. Wenn ich ein Grundeinkommen habe, dann habe ich die Sicherheit der Lebensplanung. Dann habe ich den Freiraum, die Freundschaften mir auszusuchen, die mir wirklich wichtig sind, nicht instrumentelle Beziehungen. Dann kann ich meine Persönlichkeit entwickeln. Dann habe ich auch mehr Anerkennung. Nicht nur im ökonomischen Sinne habe ich diese Anerkennung, ich kriege eine Mindestsumme gesichert, sondern ich habe auch eine soziale Anerkennung in der Gesellschaft, weil jeder Mensch kriegt das Grundeinkommen. Ich bin nicht irgendwie ein Hilfeempfänger nur. Und das ist ja diese Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben. Die einen sagen, wir müssen für die zahlen, und die anderen denken, ja, wir sind irgendwelche Bettler und fühlen sich dabei selber auch nicht gut. Beim Grundeinkommen steigt das Gefühl, in dieser Gesellschaft anerkannt zu sein, für alle. Ja, und das ist die Möglichkeit zur Muße, schafft nicht notwendige Tätigkeit, ist, denke ich, mir auch klar. Und ich habe da ja lange gewartet, als ich dieses Buch gelesen habe von den Skidelskis, wo sie das mit den Basisgütern so herausgearbeitet haben. Und ich dachte, jetzt müssen die doch irgendwann auf Grundeinkommen kommen. Und auf Seite 250, ja, da kamen die dann mal auf Grundeinkommen. Allerdings haben sie das kombiniert mit einer Luxussteuer, ja, weil sie auch die Ökofrage irgendwie noch mit reinbringen wollten. Und da habe ich dann aber im Kopf, und auch jetzt hier auf meiner Folie, habe ich dann doch mal ein Fragezeichen gesetzt. Denn was ist Luxus? Von welchem Standpunkt aus können wir definieren, das ist ein Luxuskonsum? Ne? Es fällt uns vielleicht schnell was ein, wenn wir jetzt irgendwie so einen Geländewagen hier in der City sehen. Ja? Kann man sagen, ja, das ist unnötiger Luxus, da müssten wir eine besonders hohe Steuer draufsetzen. Aber wenn das ein kluger Geländewagenfahrer ist, dann fragt er mich, wie viele Hunde hast du denn? Ja? Und da muss ich sagen, ja, ich habe einen mittelgroßen Hund. Und sagt er, ja, den musst du aber auch eben erschießen. Ja? Weil der frisst total viel Fleisch und der hat genauso viel CO2 mehr Verbrauch wie ich mit meinem Geländewagen. Ja? Und jetzt willst du mir sagen, das eine ist irgendwie ein berechtigter Lebensentwurf und das andere nicht. Also das können wir von keinem philosophischen Standpunkt aus rechtfertigen, was ist hier Luxus und was nicht. Das hat mich dazu geführt, diese Sache mit der Steuerung von problematischem Umweltverbrauch eben auf eine andere Art und Weise anzugehen, wie ich sie Ihnen vorhin gezeigt habe. Ja? Also ich sage, entscheidend ist nicht, ob wir irgendwas als Luxus definieren oder nicht, entscheidend ist, wie viel Umwelt steckt in einem Produkt drin. Ja? Und das würde ich mit einer Ökosteuer hinbekommen. Also mein Ökogrundeinkommen wäre die Antwort auf die Frage, ne? Die Vorteile eines Grundeinkommens für ein gutes Leben zu kombinieren mit dieser Ökosteuerung. Ja, wenn man sowas kombiniert, dann hat man eigentlich die 2 großen Richtungen in der Umweltdebatte, die hat man dann kombiniert, also diese technologische Richtung. Ne? Es werden die Produkte, die weniger Umwelt in sich haben, die so konstruiert sind, die leichteren Fahrzeuge zum Beispiel und die ressourcenärmeren Produkte, die haben einen Vorteil, aber auch die Kultur, was ich eben versucht habe anzudeuten mit der Förderung von gutem Leben, auch die Kultur, die ressourcenleichter ist, die wird durch das Grundeinkommen gefördert. Und auch dieser Postwachstumsgedanke, der wird so ein bisschen auf allgemeinere Füße gestellt. Nicht nur irgendwelche Freaks machen das dann, die auch da bereit sind, ja, große Risiken in Kauf zu nehmen, sondern das wird für alle eher möglich, diesen Stil des guten Lebens zu leben, wenn sie ihn denn möchten. Es wird möglich. Es wird sicher auch Leute geben, die weiter viel konsumieren. Dann müssen sie es aber so machen, dass sie die Produkte konsumieren, die auch mit wenig Umwelt produziert sind, wenn wir eine höhere Ökosteuer haben. Also wir können gar nicht im Voraus sagen, in welcher Richtung diese große Transformation, sozial-ökologische Transformation, spricht man ja auch viel davon, in welche Richtung die geht. Ist das eher technisch oder ist es eher kulturell? Das können wir a priori gar nicht sagen. Und auch mit so einem Modell, einem mit Ökosteuern finanzierten Grundeinkommen, können wir das nicht sagen. Ne? Nutzen die Leute diese Struktur, um ressourcenarmere Techniken zu erfinden, oder nutzen sie das eher, um ein anderes Leben zu führen? Ich denke, sie werden beides machen. In welchen Gewichtungen, das müssen wir ihnen schon überlassen, das wollen wir nicht vorschreiben. Aber beides wird gefördert durch ein ökofinanziertes Grundeinkommen. Ja, jetzt nochmal ganz kurz, und damit will ich schließen. Das ist natürlich die Utopie, ne? So eine Struktur zu haben.
Ja, und jetzt komme ich zur konkreten Utopie. Ich hatte das aber meine Berufsbezeichnung oben auch mit drauf, wie Sie gesehen haben. Ne? Energieberater, Sozialwissenschaftler, konkreter Utopist. Und jetzt komme ich zum Konkreten, damit will ich auch schließen. Man kann mit diesem Prinzip anfangen. Ja, wir können langsam anfangen mit der Besteuerung, nicht auf einmal ganz hoch. Wir können mit verschiedenen Besteuerungsgegenständen anfangen und das ausweiten. Erst CO2, dann irgendwelche anderen Rohstoffe. Und wir müssen nicht warten, bis die ganze Welt sich darauf geeinigt hat. Man kann auch auf der Ebene einer Kommune anfangen oder auf der Ebene eines Staates oder Staatenverbunds wie EU. Konkrete Beispiele. Wenn wir in Deutschland die Ökosteuer, die wir ja schon haben, das höher machen, das ist jetzt mein drittes Beispiel. Wenn wir die so erhöhen, dass die Endpreise 50% höher sind als jetzt, dann würden wir 80 Milliarden Euro einnehmen und wenn wir das ausschütten an jeden, haben wir 1.000 Euro pro Person und Jahr, ein Ökobonus oder ein Teil des Grundeinkommens mit Ökosteuern finanziert. Damit könnte man anfangen. Oder man kann das Ganze auch auf Europa-Ebene. Europa braucht ja dringend irgendwie eine Idee, wie man es auch einen sozialen Nutzen dann einbringen kann. Am besten gekoppelt auch mit ökologischem Nutzen. Und wenn wir das in Europa machen, wenn wir zum Beispiel das, was wir aus dem europäischen Emissionshandel, den es ja sowieso schon gibt, die Einnahmen nehmen, das wären 100 Milliarden im Jahr bei einem Preis von 20 Euro pro Tonne und das auf jeden Europäer austeilen, dann würde er 200 Euro pro Person und Jahr kriegen. Das ist natürlich noch kein vollständiges existenzsicherndes Grundeinkommen, aber es ist eine Einführung in die Idee. Ich bin ein Freund stetiger Gesellschaftsveränderung. Wir müssen in den Vorstellungen revolutionär sein. Ein Grundeinkommen durch Ökobesteuerung finanziert, auch andere Steuern, wäre von der Vorstellung her, von der Utopie her revolutionär. Aber in der Einführung müssen wir evolutionär denken, kleine Schritte. Selbst wenn ich jetzt hier irgendein Ministerpräsident wäre und ich hätte jetzt die Freiheit, so ein Grundeinkommen einzuführen, morgen auf einmal 1.000 Euro für jeden und morgen Ökosteuern in einer ganz starken Anhebung, ich würde das nicht auf einmal machen. Weil die Gesellschaft braucht Anpassung, ne? Weil alles ändert sich. Ne? Die Bereitschaft zu arbeiten, das haben meine Vorredner gesagt, ne? Die relativen Preise zueinander, das können wir nur langsam reinbringen in die Gesellschaft. Und mein Argument wäre, ne? Mit dieser langsam ansteigenden Ökobesteuerung können wir das in die Gesellschaft bringen, Reaktionszeiten ermöglichen und auf diese Weise einen Einstieg in das Grundeinkommen finden. Ja, schönen Dank.